Gut. Dann immer. Dann let's start und willkommen zurück zur neu gestarteten Spiel. Jetzt hört man auch wieder den Spielesound, hoffentlich. Und das für eine längere Zeit als jetzt gerade eben. Green One, nördliche Hemisphäre, Transit. Ja, ich glaube, ich sollte mir mal so ein... Ja, ich muss mir mal was einfallen lassen wegen dem Sound. So, wie gesagt, die Zombies, die jetzt hier im Raum stehen, die machen so lange nichts, wie wir auf die losgehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach stumpf auf die los. Okay. Wie man das halt so macht, wenn da Zombies stehen. Wir können es aber auch lassen. Mir ist es egal. Sobald wir die Tür öffnen, bewegen die sich eh. Also erstmal sammeln wir die Teile ein, würde ich sagen, oder? Ja, mach du mal. Oh, jetzt hast du den... Kein Problem, hab schon zwei weggehauen. Wo war die Batterie, hast du gesagt? Ah, da. Ah, nee, ich hab das... Ah, okay, ich hab alle drei Teile für den, Ja, sehr gut. Ach, drei braucht man? Okay. Ja, ich hab das dritte Teil gerade gefunden. Eins. Das zweite habe ich jetzt auch. So, die Batterie hast du gesagt, weißt du, wo die ist, ne? Die Batterie? Nee, eine Batterie brauchen wir. Wo die ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal stark, dass die draußen irgendwo ist. Das, was du gefunden hast, ist die Batterie. Und ich habe gerade den Ventilator dazu gefunden, um den Antrieb zu fordern. Ah, okay. Okay, was soll das Ding am Ende dann bringen? Das raff ich zwar nicht ganz genau, aber... Das zeige ich dir ganz leicht, das ist nicht schwer. Hier fehlt aber noch was, wie es aussieht. Ja, das letzte Teil ist das, was du gefunden hattest. Wenn du das gerade mal suchen würdest, oder mir sagst, wo das ist, dann nehme ich das mit. Wenn ich wüsste, was das letzte Teil überhaupt ist, dann würde ich es ja auch... Das erste, was du gefunden hast. Das war ein Flügel, der war hier, den hast du aber schon. Ach, den Flügel hast du schon, die Batterie habe ich nämlich. Okay, naja, egal. Vielleicht ist dann, es draußen, weil suchen. Hier ist nämlich was. Hier, Power. Ja, ist... Also ich würde mal draußen leicht nachgucken. Bist du schon draußen? Nee. Ne, ich bin hier noch die Zombies am zerlegen. Tür kann ich eh nicht öffnen. Muss ich erstmal kratzen hier. Ich weiß auch nicht, was... Ich hatte jetzt wirklich nur die Puppe gefunden. Den... Und die Flügel dazu. Ja. Ja, wir brauchen das letzte Teil. Aber ah, um die Tür hier zu öffnen. Hier, sie brauchen eine Energiequelle, um die Tür zu öffnen. Und dafür bräuchten wir diesen Ventilator-Zusammenbau, weil das dient dann sowas wie ein Windrad. Und wir kriegen so eine Kacktür dann damit gleich geöffnet. Ey, willst du den Zombie jetzt mal schlagen hier? Mein Gott, ist doch wohl nicht wahr. Ja, ich glaube, der kann sein, dass es draußen sogar ist. Weil alles in einem Raum dürfte ein bisschen zu einfach sein, oder? Ja, schon. Soll ich die Tür mal öffnen? So. Ja, dann sollten wir uns aber auch schnell in den Bus begeben und direkt weiterfahren, würde ich sagen. Willst du eine Tür nicht öffnen? Tür ist offen. Wir gehen in den Bus. Steig okay. In den Bus. Ah, jetzt hört man auch, was der da labert. Fahr, du Arschgesicht. Ja, der labert leider ein bisschen zu viel noch, weil dadurch kommen die jetzt gleich alle von den Seiten und wir müssen das alles klären. Ah, das ist kein Problem. Wir sind ja ausgebildete Zivilisten. Profi-Söldner. Genau, Zivilisten. Profi-Zivilisten. Genau, so sieht's aus. Also hier kann die Kiste hinkommen. Scheiße! Dann habe ich schon mal den zweiten. Das ist ein Totenkopf. Wo ist ein Totenkopf? Oh ja, ist nicht schlimm. Ja, bringt uns hier eh nichts. Ist ja nur mit Messer, ne? Ja, wir können die mit allem töten, aber mit dem Messer macht's mehr Spaß. Oh, da läuft einer. Wo lief einer? Ich habe nichts gesehen. Ja, der ist einfach in die Luft geflogen. Also mit Spielesound macht das schon viel mehr Fun, ganz ehrlich. Also wenn wir Totenkopf haben, nimmst du entweder das Messer oder die Pistole, dann verbrauchst du nicht so viel Munition. Ja, Pistole habe ich nicht einen Schuss jetzt verballert, glaube ich. Ja, ne. Ich liebe es, wenn wir nichts zu tun haben. Eine willkommene Zuflucht vor endlosen Angriffen. Tschüss. Da wollte gerade einer von vorne auf den Bus klettern. Ja, die klettern erst später von hier oben in den Bus noch. So. Soweit alles sicher vorne.
sollten diese Bestien eliminieren, ehe sie das Fahrzeug beschädigen. Wow. Wir müssen hinten rausgehen, weil wenn wir vorne rausgehen, laufen wir schon das Lava. Jupp. So. Ich laufe trotzdem durch Lava, ist scheißegal. Du müsstest die Tür öffnen, weil das kann ich nicht. Ich bleib hier draußen und gebe dir Rückendeckung in der Zeit. Kannst kommen. Ja, das ist schön. Also ich bin Schlüsselmacher von Nichtberuf, also, ne? Vom Nichtberuf, ja, sehr gut. Gelernter Zivilist halt, ne? Ja. So, das erste Teil für unser Zombie-Schild habe ich auch schon mal, das ist schon mal gut. Dieses Mal werde ich das nicht so sinnlos verbraten wie eben. Sah aber cool aus, vor allem als der Zombie oben gegen die Tür geknallt ist. Ah, genau, meine MP5. Du könntest hier die Tür aber auch schon mal aufmachen, dann können wir direkt an der Kiste dran und wir haben, Ich bin so ein Vollpfosten, ich bin schneller als, ja, egal, ich hole eben schnell die Punkte. Ist jetzt nicht schlimm. Ich warte hier draußen gerne auf die anderen, weil Kopfschüsse geben gut Punktzahl, wie du siehst. Toll, das habe ich, ich dachte, mit Granate kriegt man so richtig schön fett Punkte, weißt du, aber nö. Nö, da musst du schon Maffen mittreffen. Hab ich ja, aber du hast ja wahrscheinlich alle vorher schon abgeknallt. Nö, nur einen. Der stand mir im Weg. Aber ist er schon offen hier, ne? Wo ist denn die Auto... ja, doch, aber wo ist die Autotür? Gute Frage. Ich bin gerade hinten bei der Werkstatt. Hier ist er auch nicht. Ne, ich bin... Okay. Ich gehe auch gerade durch die Werkstatt. Das ist jetzt ein bisschen... komisch. Da haben wir ein... Alter, wir haben geschlossen. Ich sollte aufhören, in die... Einfach nur auf den Torso zu schießen. Das bringt so gut wie gar nichts und so gut wie keine Punkte. Tod für eine Dukate. Tod für eine Dukate? Okay. Ich hätte eher eine Ducati, aber okay. Ei, Alter! Das ist, blendet immer so laut, so hell auf, dass ich erstmal voll den Herzinfarkt kriege. Und dann denke ich erstmal immer, ich wurde geblitzdingst. Geblitzdingst? Vergisst du direkt alles wieder. Ja. Wo bin ich? So, ich geh mal gerade an die Kiste. Ja, ist jetzt ein bisschen doof. Ich hätte gerne das Schild schon zusammengebastelt. Vielleicht ist die Tür woanders. So, ich hab zwar gerade eine Schrotflinte, die ist zwar nicht gut, die ich jetzt habe, aber die reicht erstmal für die Runden hier. Weil wir werden jetzt gleich wieder ohne Bus hier stehen, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Ach, der Typ braucht ewig zum Nachladen, ist aber nicht wahr. So, okay. Ja, der weiß schon, dass er damit die ganzen Zombies anlockt, oder? Nee, weiß er nicht, er ist eine dumme Maschine. Aber irgendwo muss die Tür doch... Ich hab die Tür! Die ist in der Werkstatt. Oh, der Bus hä? Bitte? Ich hab die Tür. Wo ist die gewesen? In der Werkstatt an dem Auto. Wo eine Tür in der Regel hingehört. Okay. Links von der Tür, wenn du das Auto rumgehst. Die linke Tür die linke Seite, verdammte Kacke. Sehr gut, ich baue die gerade mal schnell zusammen. Jojojojo. Mein Gott, ich bin aber. Ich spiel mit meinem neuen Freund. Ui, Doppel. Okay, ich hab ein Maschinengewehr. Jetzt hast du das nächste an die Kiste wieder gerne dran. Sicher oder lieber nächste Runde? Geht rein, die Runde ist vorbei. Okay. Bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Oh. Das ist was für dich. Geh mal gerade zu der Werkbank und guck mal, ob du das Schild auf, kannst du das nehmen? Yeah. Sehr gut, dann haben wir beide eins. Okay, mal gucken, wie es funktioniert. Steuerkreuz hoch und dann musst du R3 drücken, dann klatschst du die so. Hast du die so nicht gegen. Ah, R3, genau, okay. So. Cool. Du kannst das mit R1 kannst das hinstellen, benutzt das nicht zu oft, weil irgendwann ist es weg. Und mit R1 kannst du das einfach hinstellen, dann kommen die da nicht mehr durch. Das ist gut, wenn wir gleich irgendwann einen Raum uns verschanzen müssen.
Kann es also sehr hilfreich sein? Das könnte eher hilfreich sein, wenn wir zu viele vor uns haben. Genau deswegen sage ich, benutze es nicht so großartig, weil wir bräuchten das bestimmt noch. Besonders wenn einer stirbt oder sowas. Ja. Irgendwie herrscht hier gerade Stille. Ah, da. Kaputt. Was wird dir doch, Mann? Oh, hier kommen jede Menge. Granate. Oh, da haben welche überlebt. Das ist uncool. Munition, maximale Munition ist hinter dir. Soll ich die nehmen oder du? Warte noch kurz. Nimm sie. Warte, ich nehme sie. Lad nach erst. Das dauert leider ein bisschen hier. Oh, jetzt. Ich glaube, ich hatte noch maximale Munition. Oh. Ich versuche gerade mal eine andere, bessere Waffe zu kriegen, weil mit der Schrotflinte ist das immer ein bisschen nervig. Ja, aber die braucht ewig zum Nachladen, ne? So. Oh, jetzt habe ich 2 Sturmgewehre. Ich habe auch 2 Sturmgewehre. Einmal das mit dem 100er Schuss und einmal... Bleib direkt liegen. Ich habe ein Salvenschussgewehr. Das ist sehr schön. Das eine, was ich jetzt habe, das schießt so Salven halt. So 3er Salven oder was? Ja. Ja, die sind eigentlich bei Zombies präziser, recht praktisch. Um einiges präziser sind sie. Ich behalte hier gerne die Seite im Blick, also kannst du gerne um die andere Seite kümmern. Oh verdammt, wo kommt denn jetzt her? Ja, ich bin hier gerade sowieso ein bisschen am gucken. Bei mir ist nicht so viel los. Es ist nicht langweilig, aber es ist auch nicht so viel los, also... Ja doch, bei mir kommen schon einige, aber ich spreng deren Köpfe gerade die ganze Zeit. Ja, ich hier auch. Ich mach gerade einen Headshot nach dem anderen. Und das ist schon mit meinem Organ, wie ich sonst immer mache. Hehe, hehe. Das einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist eben halt, dass wir nicht aus deiner Sicht auch aufnehmen. Das ist echt schade eigentlich. Ja, das würde dir voll gefallen gerade. Ja. Hey, okay, ich hab mal, gestern, glaube ich, war glaube ich hinter gestern. Dir. Thank you. Maximale Munition habe ich. Du hast neue Munition. Und Bombe. Sammel die Munition ein. Die Bombe warten wir jetzt gerade nochmal, wie immer. Bis zum Blink. Oh, ich kann nicht noch mehr Munition tragen. Wie sieht denn dieses Blinken aus? So. Habe ich noch gar nicht gesehen, warte. Deswegen. Ah, das, okay. Wenn die Sammel zu blinken, heißt das, die ist fast weg und dann kann man die immer noch nehmen. Okay. Das bringt aber mehr, weil die kommen meistens zum Ende der Runde. Du nimmst hier die eine Seite, ich nehme wieder die hier. Alles klar. Genau, ich war gestern in der Innenstadt und war dann mal beim Mediamarkt. Und da habe ich dann dieses Elgato Game Capture gefunden. Was hat das, 129 oder 149 gekostet? Elgato? Elgato. Ist ein Aufnahmemodul, auf so ein kleines Modul, womit du aufnimmst. Mit HDMI und sowas. Was ich auch gerade hier benutze. Nur habe ich kein Elgato, sondern Kaiser Bars. Okay, ich habe hier auch noch eins liegen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Na, es gibt... Oh, wieso lade ich nach, ich Idiot? Brauche ich gar nicht. Ja, dieses Elgato wird von vielen als das eins der besten betitelt. Kann ich selber nicht so sagen. Der Bus ist da. Da ist der Bus, ich steige auch direkt ein, würde ich sagen. Wir haben beide gute Waffen, ne? Okay. Ei. Hier, ich bin drin. Ich auch. Ich benutze dieses Kaiser Bars, weil es war erstens günstiger und zweitens hat es den Vorteil, ich brauche keinen Rechner dafür, um was aufzunehmen. Ich nehme nämlich direkt auf den USB-Stick auf und kopiere es dann einfach. Ja, okay. So, und das noch dazu kommt, es cuttet alle 2 GB, macht es automatisch einen Cut. Das entspricht dann je nach Aufnahme 10 bis 20 Minuten. Was ich sehr von Vorteil finde. Weil so braucht man spart man sich eine gewisse Schnittarbeit eben halt nachträglich, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja. War ich mir überlegen, ob ich mir das Elgato vielleicht auch nochmal hole, aber. Wäre reine Geldverschwendung gewesen.
Naja, sobald ich die PS4 habe, ist es mit dem Komponentenkabel eh egal. Das hier mit der PS3 mache ich ja eh nur noch bei Uncharted. Und... ja, und hier jetzt eben, ne? Aber... naja. Zeig mal, wie du eigentlich aussiehst. Oh, okay, schlechtes Timing. Scheiße, hier ist gerade einer oben. Warum hält der? Wir sind da. Achso. Wir sind an der Farm. Okay. Dann komm, farmen jetzt, wir mal eine Runde. Ein bisschen. Ja, das ist die Farm, wo wir auch eben schon gespielt, wo wir schon letztens gespielt hatten. Also fährt der Bus sozusagen einmal durch fast die ganzen Map-Reihe oder was? Genau, wir müssen in die nächste, wo wir jetzt das nächste Mal den Bus nehmen, da müssen wir hin. Weil da ist der Hauptpunkt, so gesehen. Wo bist denn du jetzt hin? Oben? Ne, unten. Ne, wir müssen hier auf die Farm gar nicht. Wir können eigentlich im Bus bleiben, bis wir weiterfahren. Okay, also... Komm in den Bus, wo bist du? Wo bist du? Ich komme hier. Komm einfach rein. So, mach die Tür zu. Ah, wenn der Typ... müssen wir jetzt erstmal... Ja, ich schließ doch die Tür. Du Pfosten. Mann, erstmal nachladen und dann die Tür schließen, oder was? Mann, immer diese... scheiß Steuerungsprobleme. Nächster Halt, Hölle. Ich konnte nicht widerstehen, den zu erschießen. einer von uns beiden muss nach vorne gucken, einer nach hinten, das wäre so... Okay, ich bleib dann vorne bei dem Fahrer, dann habe ich, Kann von vorne, von hinten nach vorne besser sehen. Und kann ja sagen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Alles klar. Warum sollte man jemals einen automatischen Fahrer entwickeln? Damit er so dumme Fragen stellen kann wie du. Pfosten. Ich habe bei mir irgendwie ein Echo im Bild. Wir sind jetzt gleich wieder in diesem Dorf oder in diesem Stadtkern, wo wir vorhin schon gewesen sind. Und da müssen wir uns ein bisschen länger durchprügeln, weil da sind einige mehr Sachen. Okay, vorne oder hinten aussteigen? Ja. Ist mir egal, wo du aussteigst, hast du einen Schreck aus. Oh, verdammt. Boah. Mir gehen die Donnerkerzen? Was? Okay. Also die Gespräche finde ich in den Spielen manchmal echt interessant. Wer so einen Scheiß manchmal schreibt. Oha. Na. Bam. Oh, scheiße. Oh. Hältst du noch ein bisschen aus? Ja, ich schieße hier einfach nur auf die alle ab. Wir haben Insta-Kill, das heißt, brauchen wir einen Schuss, um die zu töten. Maximale Munition, okay. Wir müssen hier runter, gleich. Hast du gehört? Ja, bin schon da. Wo bist du? Ich bin direkt neben dir. Gut, dann würde mal sagen, wir springen da jetzt einfach mal rein. Weiß, wie wir sind. So, es gibt kein Zurück mehr von hier. Hier unten wird schwierig, hier kommen richtig viele. Aber wir haben einen Überblick. Die kommen hier raus, wo du gerade vorstehst. Mhm. Die werden... Boah, ist das hell. Ja, genau, da raus. Ja, wir müssen aber den Strom anschalten und den kannst du von hier aus anschalten. Ich habe einen Teil aufgesammelt, was vermutlich wichtig ist. Also hier kommen jetzt gleich richtig viele. Gut, dass ich eine gute Waffe habe mit viel Munition. Stell mal deinen Teil auf die Werkbank schnell. Mach ich gerade. Andere mögen ähnliche Geräte. Jut, ich hab nämlich auch noch eins. Toll, die kommen auch hier oder euch, wie ich vermute. Na. Ah, hier ist es an der Seite. Kann man hier hoch? Geil, man kann hier hoch. Es fehlt noch ein Teil. Wo bist du? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier. Ja, ich weiß, aber... wir müssen einen Überblick behalten. Ja, hier kann ich die Tür im Auge behalten, das Fenster. Ja, wir brauchen noch ein Teil. Ja, wenn ich wüsste, was für ein Teil. Ja, das versuche ich gerade auszufinden. Das muss aber hier sein. Du musst mir nur ein bisschen Feuerschutz geben. Jo. Hinter der Säule geht das aber nicht. Ich stelle mich mal hier oben ein bisschen hin. Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, kannst du vielleicht auf die andere Seite da gehen?
ich mach schon. Oh nee, mach das doch nicht. Du kommst von sehr vielen Seiten jetzt. Ja, ich sehe schon. Ich stelle mich doch mal hier oben wieder hin, weil hier kann ich am besten agieren, dann kann ich besser reagieren hier auch. Ja, ich. Oh ja, es kommen viele. Ja, ich bin nicht gerade der Zielsicherste hier, aber das, ja. Ich muss ein bisschen gucken, dass hinter mir keiner auftaucht. Kein Problem, ich kläre das hier schon alles. Wie der Controller vibriert, wenn er nachlädt, ey. Ach du Scheiße. Das war das letzte Mal, dass du diesen merkwürdigen Einzelgänger getroffen hast. Auf der Rassmann, die sich dahin scheiße. Hier ist, irgendwo hier ist noch ein Teil. Doppelte Punkte habe ich mir eben mal geschnappt gerade. Ja, ich stehe jetzt gerade hier oben und gucke auch so ein bisschen rum. Und die Granate liegt unter mir. So. Hier ist noch irgendwo einer, das ist wahrscheinlich der letzte. So wie ich das anhört, ist es der letzte, ja. So, das letzte Teil, okay, gut. Der ist hinter dir. Ich weiß. Willst du ihn beschäftigen, oder was? Ich muss... Lauf einfach vor dem weg, immer wieder. Solange dass er dir folgt, das ist okay. Scheiße, dann die kann auch hier hochlaufen, das ist blöd. Das ist jetzt echt scheiße. Dann müsste es bei dir, glaube ich, sein. Ich guck mal kurz eben, was? Ah, hier kommen wir nicht rüber. Was? Was ist denn jetzt kaputt hier? Lauf doch, Alter. Er hat mich getroffen. Den muss ich jetzt platt machen. Und du stehst an einer echt beschissenen Stelle. Ja, beeil dich bitte. Ich lieg hier ein bisschen doof. Ihr seid so langsam, ihr verdammten Freaks. Wo ist das letzte Teil? Das muss hier unten sein. Ich bin die ganze Zeit auch schon am gucken. Wenn ich nur einen Anhaltspunkt hätte, wie das aussieht. Ja, das kann ich nicht schaffen. Boah, wie viele Schüsse die aushalten. Das ist halt unglaublich. Kommst du klar da drinnen? Klar. Okay. Wenn ich gerade nachladen muss, wie jetzt. Stu, gib mir ein paar Kugeln, ich bin fast leer. Boah, die Waffe, wie die Waffe wegstößt, ey, bei Salven. Ich glaube, aus der Entfernung zu schießen ist nicht sinnvoll hier gerade. Ja, na. Wenn du Hilfe brauchst, sag's, ne? Okay. Oh, ich habe noch 49 Schuss für die Waffe hier. Letzte Teil, ja. Ich bräuchte auch mal wieder Munition. Hier gibt es gar nichts Munitionsmäßiges, oder? Wenn wir jetzt das Teil nicht haben, dann finden wir im Arsch. Wir kommen nicht weiter ohne das Teil. Scheiße. Na, die können es ja wohl schlecht irgendwo draußen verbunkert haben, oder? So. Guck ich nochmal eben ein bisschen hier um. Hier ist ein Teddybär. Du hast nichts mehr? Nee. Du hast nichts mehr, was man so verbauen kann, ne? Nee, hier steht nur diese Teile erforderlich. Ich guck mich auch gerade noch ein bisschen um. Oh. Oh oh. Das war's, ich hab keine einzige Munition mehr, aber jetzt hab ich das. Jetzt muss ich leider zum Schild übergreifen. Schild habe ich ja auch noch, stimmt ja. Okay. Ich muss das Schild jetzt auch mal gerade nehmen hier. Nahkampfergebnis.
Aber sie sterben durch den Schlag. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr informativ. Das trifft jetzt aber nicht, weil wir brauchen das Teil. Ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie draußen oder so liegt. Ne, ich meine, das liegt ja auf dem Boden und jetzt habe ich richtig Arschkarte. Nur noch ein Messer. Vorsicht, Granate da. Wir haben, glaube ich, ein... Oha. Vor euch liegt eine Granate, ne? Oh, okay, ich hab's. Sehr gut. Ich verabscheue Zwischenmenschen. Problem ist, ich hab keine Munition mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie mit dem Messer alles klären. Du musst mir irgendwie hier Feuerschutz geben, damit ich bauen kann. Ich hab all meine Munition verschossen. Scheiße! Wieso? Ich hab doch das... Scheiße, ich hab doch das Schild genommen. Fuck! Nein! Nicht schlimm, ist nicht schlimm. Doch, egal, das ist Weltuntergang. Alter, wir hatten 12. Runde. Oh. Aber das war eine richtig geile Folge, muss ich sagen. Muss ich ja sagen, das war eine richtig geile Folge. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal. Ja, aber ich mache jetzt gleich erstmal Toilettenpäuschen. Mach erstmal aus. Zigarettenpäuschen, da wann rauchst du denn? Toilettenpäuschen. Das war bestimmt ein Zigarettenpäuschen, ich war gerade erschrocken. Nein, keine Sorge, ich würde niemals rauchen. Aber ich mache jetzt erstmal Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Jawohl.